Grüß euch. Wichtige Info, bevor das Video losgeht. Leider hat bei dieser Folge die Aufnahme des Game-Soundes nicht funktioniert. Da ich einige Folgen am Stück aufgenommen habe, ist mir das natürlich erst am Ende der Aufnahme aufgefallen. Da ich euch die Folge nicht vorenthalten will, ich aber auch die Folge nicht nachzocken kann, bitte ich daher um etwas Verständnis. Vielen Dank und jetzt geht's los. Grüß euch, zurück wieder bei Far Cry Primal. Bei mir ist nach wie vor der Hamster. Der Hamster am Controller, ich am Mikro. Hauptsächlich reden du dir ja auch. Ah, aber. Ja, nein, ich tue jetzt nichts dumm schwätzen, wir legen los. Ziel ist so Karush, der Krieger. Da wollen wir hin, aber wir haben gesagt, wir sind ja nicht auf der Flucht und wir werden jetzt, es ist Nacht, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für Wolfsfälle. Schauen wir, dass wir irgendwo einen Wolf finden. Du hast mir das doch gesagt, gell? Wenn man ein eigenes Tier ruft, das Tier abkragelt und dann häutet, gibt es sogar Trophäe dafür. Ja. Alter, das ist schon ein bisschen pervers, das Spiel, ja? Ja. Ich habe es bis jetzt bei mir noch nicht übers Herz gebracht. Okay, na, sieh. Ja, das ist das Gute im Menschen. So muss das sein, ja. Das gibt's nicht. Da ist kein einziger Wolf da. Normalerweise, wenn ich in der Nacht renne, bin ich umzingelt von diesen Mistviechern, ja. Das ist aus dem Grund, weil du deine Beste mit hast, die jetzt kommen sie, glaube ich. Na, das war ein Schwein. Ja. Das war kein Wolf. Ja, okay. Hast recht gehabt. Aber ich habe irgendwo was fallen gehört. Ja, ich habe gerade rumgeheult, dass keine Wölfe da sind. Ja, da. Da ist überhaupt. Bitte, wenn ich in der Nacht renne, renne ich 1000 rote Punkte über die Map, ja? Du bist schon eigenes Glückskind beim Zocken, gell? Immer. Ja, das muss man eigentlich auch noch dazu sagen, ja? Das ist sein Glücksmensch beim Zocken, ja? Der kann, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt gar wirklich nicht einmal irgendein Beispiel an, aber das muss man einfach schon gesehen haben, gewisse Aktionen, ja? Wo du denkst, Alter, das gibt's nicht, das bringt kein anderer zusammen. Und er sitzt dann da und sagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das gemacht habe. So, 50 Schritte noch. Ist das auch wieder so ein durchgeknallter? Na, wir werden es sehen. Weil der Handwerker, der war schon ein bisschen strange drauf, der Stumpfe. Bruder in Not. Hilf dem Venger-Krieger. Na gut. Ah, da sind wir schon beim Karush. Sehr gut. Das heißt, dem müssen wir da jetzt quasi helfen, so wie das ausschaut. Nachdem er dann Gesundheitsbalken hat, müssen wir ihn beschützen. Na, so schwer war das jetzt aber nicht. Ja.
Ja, ich bin immer echt froh, dass die Typen da so alle entspannt sind, die man da so begegnet. Was wissen wir jetzt? Jetzt müssen wir die Dings... Da, Mammut! Habe ich schon. Ich glaube, so leicht kommt man jetzt schnell wieder zu einem Mammut. Okay, jetzt müssen wir die Körper... Was hat er jetzt für Problem mit Mock? Wer ist der Mock? Ein Udam, der hat ihm seinen Sohn getötet. Also irgendein Udam, jetzt nicht irgend so ein VIP-Udam oder sowas. Ja? Irgendein Udam und hat ihm sein Auge weg. Ja, das habe ich. Ja. Aber ich glaube, das... Ja, okay. Also irgend so ein Streit unter Nachbarn, kann man quasi sagen. Ne? Okay, gut. Abwechselnd haben sich die eine am Kopf, einmal schlagt der hin und der andere, das wird leider ausgeschaut. So wie in die Bud Spencer Filme früher, so. Na gut, das war jetzt nicht so schwer, da die Leichen reinzulegen. Da oben ist er, genau. Hä? Der hat so Schleuder. Mhm. Jetzt habe ich das gesehen. Der hat, denk mal, was macht? Er schleudert. Es sind aber ganz schön viele, ha? Ja. Man sieht es vor allem Dingern so gut, ne? Das ist leiwand. Ja, nachher auch noch. Ja. Wenigstens markiert die Katze, dadurch sieht man es ein bisschen besser dann. Hat jetzt Azubi zu uns gesagt? Irgendwas sowas ähnliches. Oh! Ups. Jetzt sind wir. Nein, wir sind ja gar nicht gestorben. Wir sind Karusch nicht. Ist tot. Karusch, ja. Da ist er schon wieder, schau. Es wollen wir nicht traurig sein, müssen wir ihm keine Tränen nachweinen, er ist ja schon wieder da. Machen wir es halt noch einmal, das ist ja okay. Wir protzen nicht mit unseren Skills. Haben wir nicht notwendig, wir haben Spaß am Spiel, so schaut's aus. Aber ich habe das jetzt auch gar nicht mitgekriegt, da war doch zuerst noch voller Gesundheitsbalken. Er war bei der Hälfte und es waren aber 4 Gegner da. Okay. Darum. Und ich habe zu spät. Ja. Ich habe geglaubt, das ist so ein großer Krieger. Kann sich der nicht alleine wehren, oder was? So scheint nicht. Na super. Und er ist so groß. Mein körperlich groß ist er auch nicht wirklich. Ja? Das ist auch so ein... Also einen Krieger stelle ich mir ein bisschen anders vor. Sagen wir es einfach einmal so. So ein Krieger, der schaut so mehr aus wie ich, meine ich, ne? So richtig so. Naja, wurscht, nein, Schmione. Da sind sie, wo sind sie? Ich schwöre das, ich verstehe das nach einiger Zeit schon. Das ist Gequake. Wenn du das durchgezockt hast, sprichst die Sprache perfekt. Das leichteste ist Tigri. Tigri ist der Tiger. Das lernst du am Anfang. Ja. Zum Säbelzahntiger sagst du Tigri. Wie viele kommen denn da noch? Ich habe glaubt, der Mock ist einer, das sind ja so viele. Das ist sein Volk. Ja, da kommt. Wo ist er? Ja. Sehr schön. Was hat dich da jetzt so verwundert? Weil der weitergerannt ist und der Pfeil hätte eigentlich daneben gehen sollen.
Kuckuck, das sind wir. Das war einer von der Wiffensorte, ja. So, aber jetzt. Blasch da, glaube ich, sind's Brüder. Das hört man auch öfters. Ja, gewisse das Sachen hört man eh immer öfters. Was der Treffsichere? Hm? Bruder in Not. Jetzt haben wir in Carouge auch erledigt. Jetzt werden wir mal auf die Map schauen, was jetzt so alles sich geändert hat. Ah, da haben wir wieder ein paar Bevölkerungsfreunde dazu gekriegt. So, wo sind denn jetzt Happen? Ah, da spielt sich jetzt alles ab. Tu da mal reinzoomen. Na schau. Ich glaube, da müssen wir dann auf alle Fälle herschauen. Da geht's weiter. Schauen wir mal, was in unserer unmittelbaren Umgebung von unserem Standpunkt noch ist, weil vielleicht ist da noch irgendwas. Ja, das geht mir auch immer genauso da. Da unten war noch einmal die Jacks. Ja, schauen wir da noch einmal schnell her, wenn wir in der Nähe sind, weil ich glaube, da fehlen noch zwei Fälle fürs nächste Upgrade. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Wölfe können wir auch nehmen, gell, wenn irgendwo welche sind. Wölfe sind auch gern gesehene Beutetiere. Jetzt ist sie schon wieder hell. Ja, das sind Löwen. Was ist da? Ein Rudel? Was ist das da vorne? Das ist ein Löwe. Eine Jack ist das, da schlaft der Jack. Na bitte, alter Schwede. Uff. Jetzt sind die Leute mit dem Popsch geschossen. Ich hoffe mal, nicht drin. Da. Das ist ja sogar ein Weißjack. Geh weg da. Putz die. So, was gibt's da jetzt noch? Ein seltenes Weißjack. Ja, das nutzt uns aber nichts, weil wir brauchen ein normales Jack. Aber ist okay, das ist schon gut, dass wir das haben. Nur. Ja, sehr klar. Ich würde mal vielleicht die Bestie wegschicken, weil ich glaube, dann kommen mehr Tiere. Ich bin mir das ein, dass sich dann die Tiere mehr raustrauen. Was ist er? Freund oder Feind? Freund. Bist du ein Freund? Also mit irgendwo kein Freund, weil ich sehe ihn schon. War dein Jack auch rechts? Oder was ist denn das? Nein, das ist glaube ich ein Löwe. Aber was da, der Jack, doch ein Jack. Ja, stimmt. Ja, lass die Viecher die Arbeit erledigen und wir holen uns dann das Fell. Genau so machen wir das jetzt. Wir lassen andere für uns arbeiten. Was in unserer kapitalistischen Gesellschaft ja nichts Besonderes ist. So, jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir glaube ich 3 von dem Jagdfell, ja. 4 brauchen wir glaube ich. 1 bräuchert man noch. Ja, sammelt alles ein, was gibt auch an Viechern, ganz ruhig. So, ein Jagd bräuchert man noch.
Aber siehst, wenn du die Beste wegschickst, kommen schon mehr Viecher. Hinter uns ist auch irgendwas. Mhm. Irgendein Raubtier ist hinter uns, also. Der Löwe. Genau. Ja, jetzt kann er uns ja wieder helfen. Aber das waren doch jetzt schon vier, oder? Ja, wieso, wieso zeigt er das nicht an? Na, das war unten irgendwas bei da, ja, na? Da ja. Fehlt da. Ja, fünf braucht man. Na, geht na eins ja. Noch, eins holen wir uns noch. Hat das nicht jeder Löwe jetzt gefressen? Ja. Na, kreuz sehe ich nirgends auf der Map. Aber da höre ich doch nicht ständig diese Viecher. Da. Genau. Eine ganze Herde. Eins brauchen wir noch. Bis der Löwe daherkommt. Ups. Ups. Gib mir meinen Pfeil. Ah, mein Pferd. Mein Gott, was ist mit dem Löwen? Jetzt. Ja, der blockt ja ein bisschen beim Jack, ha? Ja, wenn ich ihm gerade in den Bob schieß, ist das klar. Müsste sich auch, glaube ich, plagen. Ich hoffe, du schießt mir nie in den Popsch. Über das Thema braucht man nicht weiter reden. So, jetzt basteln wir uns noch das Abgretter. Ein in meine Tasche. Jawohl. Okay, machen wir nochmal die Map auf. Ja, genau. Und zwar gehen wir da zum Dorf. Da werden wir dann auf alle Fälle das nächste Mal weitermachen. Ich habe noch keine Plan, wie sich das abspielen wird, das werden wir dann sehen. Lassen wir uns einfach überraschen. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.